Solange du dich in einem Zimmer befindest, bist du drinnen. Und solange du drinnen bist, bist du gefangen. Die Tür, die ich dir zeigen möchte, ist anders. Sie führt nicht in einen neuen Raum. Sie führt dich aus dem Gebäude heraus. Ich habe diese Entdeckungen von Freiheit, von Möglichkeiten von Freiheit im Mitte 20er Jahren gemacht. Und das ist auch der Zeit, wo ich, also ich habe immer geschrieben, aber es kommt ein Moment, wo man sagt, jetzt schreibe ich jeden Tag. Ich weiß nicht, ob ich von das leben kann oder ob jemand die Bücher publizieren will. Aber trotzdem weiß ich, dass ich Schriftsteller bin oder Künstler. Für mich ist Bücher Forschung, Herzforschung. Und ich versuche jedes Mal etwas Neues zu machen. Deshalb habe ich auch kein neues Miller geschrieben, weil diese Forschung war zu Ende und ist nicht mehr attraktiv für mich. Und Forschung ist auch Risiko zu laufen, weil Forschung ist, in ein neues Welt zu gehen, zu wagen. Ich habe beim Schreiben kein Gefühl von Einsamkeit. Ich glaube vielleicht, ich habe das Gefühl, dass man geht ja in die Sprachwelt. Und die Sprachwelt ist nicht isoliert. Die Sprache ist wie ein Blut, die alle Menschen verbinden. So ich fühle mich niemals einsam. Ich bin ich fühle mich in der Erzählersituation. Ich gehe in der Situation, wo ich etwas erzähle und es gibt Menschen, die zuhören sind. Und dann sind wir in der Erlebnis der Erzählung gebunden. Ich glaube, dass die Kinder in diesem Buch wichtigste Ziel für diese Kinder ist, eine Freiheit zu erreichen. Die Kinder hat aufgedeckt, dass es Möglichkeiten im Herz und Bewusstsein anderer Zustände zu erreichen gibt. Ich möchte dich fragen, ob du dich an Momente deines Lebens erinnerst, in denen du glücklich gewesen bist. Nicht nur froh, nicht nur zufrieden, sondern so glücklich, dass alles vollständig, total, hundertprozentig perfekt war.